Willkommen zurück zu Rayman 3. Ich sage Hallo. Globox, hör auf, deine Popel zu futtern. Ich komme mir vor wie auf einem Speckkuchen. Wie auf einem was, bitte? Okay, also wir spielen weiter Rayman 3 Hoodlum Havoc. Und wir sehen schon im Hintergrund, wie da unser Endgegner herläuft. Hey, fass deinen Kumpel nicht an! Wir müssen jetzt hier ein bisschen schwimmen und tauchen. Was bei Rayman 3 auch viel cooler ist als bei Rayman 2. Logischerweise. Ist jetzt nicht so das Problem. Man muss eigentlich nur die ganze Zeit links und rechts tauchen. Und man hat unendlich Luft. Das ist auch cool. Aber es ist auch nicht der Hauptbestandteil von diesem Spiel. Es kommt nicht so oft vor. So, hier kommt jetzt der Endboss. Je nachdem, wie man es nennen kann, ob es ein Endboss ist oder nicht. Ja, auf jeden Fall ein mysteriöser anderer Gegner. Ja. Ist relativ einfach zu bekämpfen. Er schießt Lenkraketen auf uns und wenn wir unsere Angriff oder Springtaste drücken, macht Rem so eine Stuntrolle. Und damit können wir einfach die Raketen austricksen und dann auch ihn in der Mitte da, der Roboter, der da sitzt, ihn damit halt treffen. Die auf ihn lenken. So. Und mit dieser Stuntrolle können wir ebenfalls diesen Laser ausweichen. Ist ganz einfach. Die einzige Schwierigkeit zeichnet sich halt dadurch aus, dass er von Runde zu Runde immer mehr und immer schneller diese grünen Schüsse abfeuert. Es wird immer ein bisschen mehr, aber ist eigentlich kein Problem. Zack, noch eins ins Gesicht. Oh. Ich werde mal hier ein bisschen weiter nach links schwimmen, um hier noch ein Kristall einzusammeln. Na, reicht jetzt. Oh, da hat er mich getroffen. Da war ich nicht schnell genug. Ach, er ist aber hier doof. Ich glaube, ich schwimme mal wieder zurück irgendwie. War das mies. Hey, was trifft mich denn da die ganze Zeit? Wahrscheinlich bin ich zu nah dran oder so. Ja, so. Das dauert jetzt auch immer ein bisschen länger, aber ist kein Problem. So, weiter geht's. Zack. Zack. Und zack, das war's schon. Weg ist er. Plüng. 1500. So, ich sammle da noch hier mal die paar Rubinchen ein. Und weiter geht's. Und ich muss leider bedauern, dass wir jetzt das Land der wandelnden Seelen abgeschlossen haben. Wir verlassen jetzt diese wunderschöne Welt und kommen in eine umso du bist der allergrößte kränkere. Und mein bester Freund. Und mein bester Freund! Was für ein Stümper, dieser Kerl! Stümper, dieser Kerl ist es. Kann man noch irgendwo hin? Nein. Okay, dann geht's hier weiter. Ja, 100%. Wie soll man es auch sonst anders machen? Die 5 Rubine einsammeln, die da waren. So, und ab geht's. Jetzt sind wir schon beim nächsten Arzt, sozusagen in der Arztpraxis. Und hier müssen wir die Hoodlums halt mit der Rakete fertig machen, um das Tor zu öffnen. Die laufen hier halt so ein bisschen kreuz und quer rum. Ups.
Nehmen uns doch erstmal den hier. Den. Oh, ja. Na, trifft er auf den Boden, ey, was soll das? So, zack, so, noch den einen stehenden. Zack. Und willkommen zum nächsten Doktorat. Nein, da gehe ich nicht hin, der Doktor macht mir Angst. Ja, gehst du doch, siehst du. So, der nächste Doktor, Doktor Numero 2. Wenn ihr glaubt, Otto war verrückt, dann guckt euch den an. Die Musik schon dabei. War wohl spät gestern Abend, was? Nein, Unsinn, mein Kollege hat mir alles erzählt. Oh, du hast wohl einen schwarzen Lums verschluckt. Echt schlimm, Mann. Schwarze Lums vermehren sich wie die Karnickel. Wenn nicht noch schneller. Na okay, ich werde versuchen, ihn rauszuholen. Aber ich garantiere für nichts. Was hältst du davon? André findet zum Lachen. Schwarze Lums hat sich in deinem Hirn verschanzt. Das Problem ist, dass ich ihn nicht finde. Das Gehirn. Aber ich kenne einen Kerl, der dir helfen könnte. Ein Spezialist für Hohlräume. Er haust in der Wüste der Knarren. Ich lasse euch jetzt allein. Muss meine Pflanzen gießen. Yo, peace. Also geht es weiter in der Wüste der Knarren. Ein Level, der wirklich sich von den anderen Leveln unterscheidet. Vom Schwierigkeitsgrad her. Weil er wirklich, ja, schon anspruchsvoller ist. Da geht's im Grunde erst wirklich los mit dem anspruchsvollen Rammen. Da kann man nicht einfach nur noch so aus Spaß durchrennen und ohne Plan einfach so sozusagen. Okay, das habe ich auch vorher jetzt nicht gemacht, aber... Ja, ihr werdet es schon sehen, wenn wir ankommen. Wir fahren einfach mal wieder ein rundes Funky Board, um zu der Wüste der Knarren zu kommen. Ab ins Auge. Zack. Oh, sieht das nicht nice aus? Einfach nur schön. Ach. Ich habe bis jetzt nur eine Reihe an Kristallen verpasst. Oh, ich glaube, da habe ich auch noch den roten nicht gekriegt. Läuft ja mal echt super. Guck mal, wie viele Bonuspunkte ich habe gerade. Mein Combo. Oh, was geht ab mit dem Combo-Ding? Und es geht noch weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viele Punkte. Ah, hey, Raymond, ist runtergefallen. Juhu, ich bin's. Ja. Wow, das ging mal ab. Ich gar nicht drauf geachtet. Auf einmal sehe ich nur so
4100 Combo. Jetzt kann ich mir den hier auch noch schnappen. Wahnsinn. Ach, die Musik verdammt. Ist super. Und nochmal das Ganze. Was war das? Achso, das ist seine Hand. Ich dachte, was flutscht da denn rum? Das ist seine linke Hand, die da rumgewedelt hat. Wow, das war knapp jetzt. So, und schon geht's weiter. Nein! Weißt du, was das Och komm, nicht nochmal. Ich dachte, da wäre es schon ein Safe-Ding gewesen. Wirk. Okay, dann halt nochmal. Ist alles kein Problem. Dann diesmal rechts. Können wir den auch noch einsammeln. Juhu. So, aber jetzt. Hier muss aber jetzt ein Safe Checkpoint sein. Die Musik ändert sich nämlich auch. Oh, da hinten ist das Ziel. Wir sehen schon am grünen Kristall. Bing. So, also wenn das nicht 100% sind, was? 94. Was? Fick dich. Entschuldigung, das musste sein. Okay, also seht ihr jetzt den ersten Einblick der Wüste der Knarren? Das brennt schnell in den Schatten. Okay, das ist nur der kleine Vorgeschmack. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und spielen die Wüste der Knarren. Bis dann, Leute.